Ich will mich nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Watch Dogs. Ja, es geht genauso emotional weiter, wie es angefangen hat, aufgehört hat. Es fängt genauso emotional an, wie es aufgehört hat, so rum. Ja, heute ist nicht mein Tag. Ich habe gerade eben die Folge schon mal aufgenommen und hab natürlich verrafft, irgendwas zu tun und hab die Aufnahme verkackt und deswegen musste ich gerade eben nochmal schnell bis hierher spielen. Aber jetzt sind wir hier und jetzt lassen wir uns doch einfach mal in diese Welt einführen. Also schauen wir uns einfach mal um. Mal sehen, was uns so erwartet. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Und die können sich nicht verstecken. Meint er jetzt die Weiber? Ja, schauen wir doch mal, was uns hier in dieser Stadt alles so erwartet. Das sind ja eher mal Haufen Verrückter hier unterwegs. Und, oh, das wollte ich nicht. Ich wollte ihm das Geld klauen. Huch. So ein Mist. Ja, wir sollen hier so Menschen scannen, um... Da ist ein mögliches Verbrechen. Um Profile von ihnen anzulegen. Ich habe aber, glaube ich, gemerkt, dass wenn man hier das so ein bisschen macht, sich damit extrem schnell Geld verdienen lässt und so sammelbaren Stuff sammeln, so hier so Autos und so, das kriegt man ja hier alles, wenn man das... Ja, man kann ja immer diese Gespräche mithören. Ich habe schon festgestellt, das ist irgendwie... Also seht ihr auch, wie viele mögliche Verbrechen es hier so gibt im Allgemeinen. Also ich meine, irgendwie jeder Fünfte, den wir hier so profilen, der hat irgendwie Dreck am Stecken. Plant ein Verbrechen oder sowas. Und... Ist immer ganz witzig. Was meint ihr eigentlich, ist, sind es da? Besucht Single-Partys? Ist ja irgendwie keine wirkliche Statusmeldung, sondern mehr so ein, weiß nicht, so eine Lebensinformation irgendwie. Aber manchmal sind es auch irgendwie so Facebook-Statusmeldungen oder sowas. Das ist unterschiedlich. Manchmal stehen da auch voll die krassen Sachen. Wo man sich denkt so, echt? Hepatitis C, da haben wir schon so einen Fall. Hepatitis C, das ist doch krass irgendwie. Leidet an Diabetes, oder? Ja. Also ich meine, das wird man jetzt auch nicht so in seinen Facebook-Status posten, hier Bluterin. Bluterin mit Geld. Aber hier, die haben halt irgendwie, ne? Hat verdächtige Dateien auf dem Handy. Scientologe. Okay. So. Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ich habe fast das Gefühl, er würde sagen, dabei hasse ich Schwule. So.
Und dem Typ spionieren wir jetzt nach. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Nur Wegpunkt setzen, das machen wir auch glatt. Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Das ist nett, finde ich. Aber irgendwie natürlich auch irgendwie beängstigend. Was können wir mit ihm machen? Pass doch mal auf. Entschuldigung. Da müssen wir hin. Dem klauen wir noch seine Kohle. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Okay, also wir müssen jetzt die Leute da scannen, um den Verbrecher zu finden. Wenn das CTOS ein potenzielles Verbrechen erkennt, erreichen Sie das Zielgebiet. Zweitens, benutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrechen oder Opfer zu identifizieren. Drittens, lassen Sie sich nicht entdecken. Viertens, warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Und fünftens, es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Ah ja. Ja, boah, ich bin heute irgendwie ein bisschen neben der Spur. Gestern Abend war echt lang. Wir haben, Da wären wir. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Wir haben lange... Wir haben lange gezockt. Hey, und zwar. Da gibt es nichts zu reden. Und zwar, es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Mario Kart 8. Hau endlich ab! Ich schrei gleich! Kümmer dich um dein. Jawoll! Und niedergeknüppelt den Typi. Jetzt tut er keinem mehr was. Ja, jetzt. Verbrecher heute Opfer unverletzt. Ruf Bürger. Sehen Sie? Ja, wunderbar. Und Erfahrungs... Verbrecher kampfunfähig macht 500 Erfahrungspunkte. Und jetzt? Lassen wir den jetzt hier liegen einfach. Ja? Ja? Okay. Gehen wir mal, ne? Wollen ja auch hier nicht so... Oh, Telefon. Nicky, hey. Hallo? Ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick. Ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Wir sollen auf die... Oh, schon wieder. Wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst. Ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Scheck. Auto auf Abruf. Das klingt doch super. Ich habe so ein bisschen so einen Frosch im Hals auch irgendwie. Wie man sich Fahrzeuge liefern lässt. 1. Öffnen Sie Ihr Smartphone. 2. Wählen Sie die App Auto auf Abruf. 3. Schalten Sie Fahrzeuge frei, indem Sie fahren oder Zivilisten hacken. Kaufen Sie Fahrzeuge, bla, nicht zur Verfügung während der Mission. Okay. Geldautomat. Wichtiger. Oh ja, da haben wir doch ein bisschen was gesammelt schon. Und wir sollen anscheinend auf die Party von irgendwem kommen. Vom Jack. Ich glaube, das ist unser Neffe. Die Nichte, glaube ich, ist... Die Nichte ist... tot, glaube ich. Das ist diese Lina und der Jack ist unser Neffe und die Nikki ist unsere Schwester. Glaube ich, wenn ich richtig aufgepasst habe. Kann ich nicht genau sagen. Ja. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns mal noch so ein bisschen treiben, oder?
Hier ein bisschen Geld sammeln. Es läuft ja echt gut gerade auch. Das ist eine Virenschleuder. Ich hab's doch gesagt. Das ist das CTOS, Mann. Die sind in unserem Schlafzimmer. Bei mir gibt's nichts zu sehen. Wir müssen sie stoppen. Ich sag nur Dexec, Mann. Ja, Dexec scheint diese... so eine... Rebellengruppe irgendwie zu sein. Die sich da... die sich wohl gegen dieses Netzwerk, dieses CTOS stellen. Und... und ja, und dies, man, wir sind der Rächer. Und ab und zu reden die Leute auch über uns. Das ist eigentlich ganz amüsant. Und ja, mal sehen, was das alles so bringt. Ne? Ich meine, ich bin ja auch jetzt hier noch nicht sonderlich weiter. Ich war nämlich auch in dem Dings nicht im... Also ich habe auch in der ersten Folge, die ich ja klugerweise nicht geschafft habe, auch richtig aufzunehmen... habe ich auch die Mission nicht weitergemacht gehabt. Ich habe das relativ schnell gemerkt, Gott sei Dank. Ich Fuchs. Und habe nicht so viel verpasst eigentlich. Also ich habe auch gar nicht, missionstechnisch gar nicht weitergemacht. Da bin ich genauso unerfahren wie wir alle. Und wir sollen auf diese Party gehen. Haben wir hier, was bringt unser Geldbeutel? Ui, 19.000 schon. Also das ist ja... das klingt ja fast schon nach... einem Gang zum Waffenladen. Zu spät. Die Vernunft hat das Gebäude schon lange verlassen. Das klingt auch nicht nett. Es geht nicht. Also schön. Dann gib mir 20.000. 20? Scheiße. So viel habe ich nicht. Aha. Dann musst du dich ohne Geschäfte. Oh. Sucht häufig online nach Widerstand. Ah ja. Ja, das hat sich eigentlich sehr komisch angehört, aber... da kann man wohl nichts machen, wenn der, der Kerl dem Geld schuldet. Das ist wohl kein Verbrechen. Ja, wenn man es einem erleidet, muss man natürlich immer sehen. Ich bringe meinen Friseur um. Das kann doch nicht so schlimm sein. Man hat eine Cappy auf, wir können es leider nicht sehen. Schade. Aber nein, was? Es gab eine Schießerei mit dem Werkschutz von Bloom. Schätze, es ging um Industriespionage. Die wollen ihre Ideen klauen. Ach bitte. Ja. Schauen wir mal, wo wir überhaupt hinlaufen. Gerade hier irgendwie so ein bisschen verloren auch. Da ist der Waffenladen. Da gehen wir doch mal hin, wenn wir schon mal hier in der Nähe sind. Geld. Können wir auf dem Weg ein bisschen sammeln. Wir können noch mal schauen, was es hier so gibt. Ich wollte mir die Sache mit den Ampeln noch mal genauer anschauen. Jetzt hier so ein bisschen am Tag. Ist ja bestimmt auch ganz nett. Ach, sieh mal einer. Guck, das machen wir doch glatt so. Kamera. Ampeln. Und los geht's. Oh, und der nächste. Oh. Das hat jetzt nicht den Erfolg gebracht, den ich erwartet hatte. So. Ja, ich hatte irgendwie da ein bisschen mehr Action erwartet. Scheint aber irgendwie nicht zu sein. Hier so ein bisschen plätschern. Geld. Ja, also ich habe jetzt auch so ein paar von diesen Statusberichten schon des Öfteren gelesen auch. Also es scheint, als würden die sich auch mehr oder weniger regelmäßig, unregelmäßig wiederholen. Aber es ist ja irgendwie auch klar, ich meine, wer kann so viele Sachen schreiben für, keine Ahnung, wie viele tausend Menschen hier überall rumlaufen. Das,
kann man auch niemandem übel nehmen, glaube ich. Und ich habe jetzt auch schon viel auch gelesen. Also zum Beispiel, ich würde sagen, wir machen jetzt mal, ich gebe jetzt noch keine Wertung ab über dieses Spiel, wie das jetzt irgendwie auch schon ich viel gelesen habe und so, weil ich habe mich da jetzt auch noch nicht so richtig reingespielt und so. Und ich denke, das sollten wir erstmal machen, bevor wir da irgendwie eine Wertung abgeben. Allerdings muss ich sagen, ich hatte auch Probleme bei der Installation, also bei der Installation nicht. Danach gab es Grafikfehler, aber die ließen sich eigentlich auch relativ einfach beheben, indem ich einfach den neuesten Grafiktreiber aufgespielt habe und dann war gut. Also ich fand es jetzt nicht so wild. Musste man aber auch erstmal drauf kommen. Oh, nette Musik, finde ich. Das Pferd hier. Tanz, ey, Tanz. Okay. Machen wir weiter mit was auch immer wir hier machen. Nix eigentlich. Rumlatschen, blöd. Jetzt haben wir schon wieder 2000 Dollar mehr. Das ist unglaublich schnell geht es. Oh nein, ein Verbrecher! Den holen wir uns. Den holen wir uns. Wollen wir? Ich würde gern. Oh nice. Guck mal, wir haben eine Pistole gekriegt. Unangemessene Gewalt. Oh oh. Verschwinden wir lieber hier. Also wenn jemand jemandem die Handtasche knallt, darf man ihm nicht dafür in die Beine schießen. Das ist also unangemessene Gewalt. Aber irgendwie auch verständlich. Oh. Ein Verbrechen. Ja, da wollen wir hin. Aber erstmal mal zum Geldautomaten und zum Waffenladen. Lass mich mal in Ruhe. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, ich habe da auch, ich will auch, keine Ahnung, mal ein bisschen rumgucken einfach. Und ich glaube, ich werde auch dazu schreiben, wann ich Missionen mache und so. Geh doch mal da weg. Muss hier Geld holen. Oh. 35.000. Das ging jetzt aber flott irgendwie. Also ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange wir uns jetzt schon rumdrödeln. Aber für eine vernünftige Ausrüstung muss das drin sein, denke ich. So. Ja. Auch schön, dich zu sehen. Ja, ich habe mir schon ein Scharfschützengewehr gekauft, als ich nochmal da hinspielen musste. Unsere Schrotflinte natürlich. Und ich glaube, wir kaufen uns jetzt auch gleich die hier. Ja. Sturmgewehr, was gibt's denn da so? Da habe ich so ein kleines gekauft, das war echt günstig. Gleich das große oder... Die AK. Ich würde gerne AK haben, die ist oldschool. Wir haben immer noch 15.000. Was machen wir denn damit? Oh, wir könnten uns eine MP kaufen. Ja, das machen wir auch, oder? Oder noch eine Pistole? Ich mag ja Pistolen eigentlich echt gerne. Vollautomatische Pistole. Revolver. Eine Desert Eagle. Ja, schreibt doch auch ihr mal, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare, was ich denn mal so benutzen soll oder ob ich mehr schießen oder mehr mit dem Schlagstock. Ich mache das natürlich immer so ein bisschen, wie ich will, aber mich würde es natürlich freuen, wenn ihr euch beteiligt und da auch Lust drauf habt. Dann probieren wir das natürlich alles super gerne aus. Da habe ich auch Lust drauf, das würde mich voll freuen.
So, und jetzt gehen wir uns doch nochmal den Verbrecher holen. Hey, pass auf! Oh, Entschuldigung. Wie sieht es eigentlich mit unserem Mausrad aus? Fähigkeitenbaum. Ein Skillpunkt haben wir. Ja, und den würde ich gerne hier drauf vergeben. Weil dann können wir alle Autos aufmachen und müssen nicht immer die Scheiben einschlagen und der Alarm geht nicht los. Das finde ich ganz nett. So, habt ihr es gehört? Piep, piep. Mit dem Handy. Wundervoll. Und jetzt schauen wir doch mal. Ich würde nämlich auch gern was aus... Oh, das Verbrechen ist direkt da. Ich dachte, es wäre weiter weg. Dann fahren wir doch mal dahin, um ein Verbrechen zu verhindern mit unserem geklauten Auto. Oder? Klingt logisch. Finde ich auch. So. Ich muss den Kerl schnell finden. Aber er darf nicht misstrauisch werden. Was stand da gerade? Ich hab's nicht gesehen. Was machst du da? Der wollte doch da. Der wollte doch hier den Tank sprengen oder sowas. Eieieiei, hier laufen echt nur Verbrecher und Verrückte rum, wie ich's gesagt habe. Eieieiei. Oh, der ist doch auch schick, oder? Den nehmen wir doch. Aufmachen bitte. Sehr gut. Und jetzt fahren. Ich weiß gar nicht, wie lange machen wir denn schon? Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach noch ein bisschen. Was machen wir denn? Sagen wir, könnten noch so ein paar Verbrecher jagen eigentlich. Wir jagen Verbrecher und klauen hier einem nach dem anderen die Kohle. Aber ich meine, irgendwie muss man sich ja auch Geld beschaffen. Man kann ja nicht immer arbeiten gehen, während man auf dem Rachefeldzug ist. Oder? Ja. Ja. Das lassen wir ihm durchgehen, würde ich sagen. Warum laufen die denn jetzt von mir weg? Die nicht. Sehr gut. Brauchen wir nur noch einen vermeintlichen Verbrecher? Wo seid ihr alle? Führerscheinentzug. Ins Bett. Da ist eins. Ja, Wegpunkt setzen. Zurück zu unserem Auto. Lauf, Aiden. Was hat er? Also. Ja, mal schauen. Wir müssen auch mal anschauen. Wir können uns mal diese App nochmal anschauen, was da so für Autos gibt. Oder? Ja, machen wir auch gleich noch irgendwann. Wenn wir hier... oh Gott. Diese Fahrzeugsteuerung ist echt ein bisschen gewöhnlich. Gerade wenn dieses so ein Schlitten ist, der hier irgendwie Gas gibt wie die Sau, dann ist das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da werden wir uns hoffentlich noch dran gewöhnen. Und man kann das ja auch skillen, also ich meine, das wird ja bestimmt irgendwas verbessern, hoffe ich. Entschuldigung. So kommen wir natürlich sehr unauffällig an dem Verbrechensort an. Wenn wir hier so hart rumrandalieren. Aber naja. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. So. Ich weiß nicht, was jetzt können wir.
Was nehmen wir denn da? Gefällt es dir? Problem? Oh oh. Ich glaube, es ist fehlgeschlagen und wir haben ihn erschossen. Jetzt sind wir ein Mörder. Ha, registrierte Sexualstraftäter. Also, sind wir ehrlich, es war okay, oder? Darf ich sowas sagen? Weiß nicht. Tu's einfach. Ich glaube, jetzt suchen uns auch die Cops ein bisschen. Da unten blinkt jetzt auf einmal so eine Leiste. Die gab es vorher noch nicht, glaube ich. Also sollten wir Polizisten meiden, aber das sollten wir ja sowieso, dachte ich. Verrückt. Ja. Aber das war eine hübsche Maschinenpistole, würde ich sagen. Ich würde gern mal unsere Waffen ausprobieren. Einverstanden? Handschuhfach geplündert, Medizin, ja, nice. Aber Bursche, immer schön looten. Okay, dann fahren wir doch mal hier irgendwo raus. Da fahren die Bullen auf den Bahnschienen. Das ist ja verrückt. Und unser Verhandlungslevel ist, glaube ich, weggegangen. Schauen wir doch mal. Was haben wir denn hier eigentlich? Guck mal, wir haben eine Pistole gekriegt. Haben wir die schon benutzt? Ja, ich glaube schon. Doch, das sieht doch auch nett aus, einfach. Nachladen. Was haben wir denn noch so? Ja, auch nett. Oh oh. Da steigt unser Fahrer. Oh nein, der hat uns da... Ah, jetzt habe ich mir extra einen ruhigen Platz gesucht. Damit ich hier meine Ruhe habe. Und dann steht einer und ruft die Bullen. Ich wollte nur meine Waffen ausprobieren. Oh oh, jetzt sind sie hinter uns her. An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Oh oh. Sie nehmen mich auf die Hörner, pass auf! Wow. Ich hab Probleme! Gerade wir brauchen eine weitere Einheit, Robert. Ihr könnt auf einem Parkplatz. Scheiße, hab ihn verloren! Oh, wir haben ihn sie abgehängt. Gleich, hoffe ich. Jetzt haben wir schon zwei Sterne. Da müssen wir auch zu unserer Schwester. Hier, glaube ich. Aber wir machen erstmal diesen Turm da. Bei der Planung des CTOS behauptete Blum, ihr neues Netzwerk würde den Chicagoern $800 pro Haushalt sparen. Nach gut einem Jahr des Betriebs liegen nun Zahlen auf dem Tisch. Im letzten Jahr haben die Haushalte im Schnitt etwa $350 gespart. Obwohl dies nicht mal der Hälfte der Vorhersage entspricht, sagt Blum, dass dank des CTOS immerhin alle Familien etwas gespart hätten. Ja, habt ihr es gehört? $800 sollten sie sparen. Und jetzt sind sie einfach froh, dass sie überhaupt noch sparen. Ist ja auch was. Sparen ist immer gut. Aber... es scheint mir so, als wären die Leute auch gar nicht so zufrieden mit diesem System. Fixer Auftrag, das müssen wir auch alles noch ausprobieren. Kommen wir aber zu allem noch. Heute ist die... wir schauen uns mal so ein bisschen in der Welt um, Folge, was wir so sehen. Die Typen ein bisschen Geld... was man da so machen kann.
Komm schon, beweg dich, alter Mann. Kamera. Schwachstelle. Kamera. Da muss ich die Ladung erst wegmachen, damit ich... damit ich das Ding sehe. Manchmal ist es auch so ein bisschen tricky. Jetzt hier. Müssen wir jetzt hier... Ja, wir müssen echt über das Dach rüber. Um... Verrückt. Ja, Mitarbeiter. Jedes Mal muss da einer übers Dach drüber klettern. So. Synchronisieren. Das ist schon verrückt. So. Also sehr komplizierter Eingang für die armen Leute. Ein Skillpunkt erhalten, sehr schön. Was wir jetzt machen. Wir schauen mal auf unsere Karte. Da habe ich doch hier... ein Verbrechen gesehen. Das schauen wir uns doch mal an. Klettern. Aufs Auto klettern. Oh. Guter Song. So, oh Gott. Dieses Autofahren. Oh. Da habe ich ihn gerammt. Aus Versehen, natürlich. Schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Am Stadion, da kamen wir ja quasi auch gerade erst her. Jetzt gehen wir schon wieder dahin zurück, das ist auch mutig. Keine Zeit, um Telefonate abzuhören, wir müssen ein Verbrechen verhindern. Da ist das Opfer. Da kommt der Gangster. Was bringen wir ihn zur Strecke? Oh, warte, tu's nicht! Das reicht jetzt. Alter, im Ernst? Jetzt werden wir... Jetzt müssen wir aber, glaube ich, schnell hier weg. Verbrecher neutralisiert. Yeah. Oh, wir haben ihn sogar getötet. Ich habe ihm doch nur in die Beine geschossen. Weichei. Jetzt, aber das ist irgendwie alles noch nicht so die Wahnsinnsschießereien, hä? Die fehlen mir irgendwie noch so ein bisschen. Aber da kommen wir bestimmt noch hin, wenn wir die Missionen weitermachen. Aber ich muss sagen, jetzt haben wir schon so viel Zeit verplempert. Wir machen einfach eine Streunerfolge draus. Ich würde zum Beispiel gerne nochmal so eine Nummer mit den Ampeln ausprobieren. Das werden wir doch hinkriegen. Oh, was wir jetzt... Genau. So. Handy. Auto auf Abruf. Schauen wir nochmal, was es hier so gibt. Aha. Oh,
Motorräder, okay. Muscle Cars, auch nicht schlecht. Die kosten echt alle viel. Die kosten gar nichts, oder? Die kosten was, die kosten auch nichts. Truck, oh, auch schön. 2500, das geht ja eigentlich. Für so einen riesen Truck. 25.000, haben wir so viel? Nee, gerade nicht, ja. Ja, ist natürlich blöd. Das nehmen wir dann. Nehmen wir so ein Muscle Car. Hier so ein. Ich habe keine Ahnung von. Oh, 12.500 haben wir leider auch nicht. Wir haben nur 3.000. Aber wir könnten. Geld klauen. Und ich glaube, wir müssen auch einfach nur mal zum ATM gehen. Was hat der? Hat auch noch Geld vielleicht? Nee, interessanter Gegenstand. Aha, was das wohl ist. Das werden wir auch noch herausfinden. Oh, es hat nicht gereicht. Schade. Wo ist denn der mit dem interessanten Gegenstand? Das würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. Paketstandort wird gesucht. Interessantes Objekt. Da drüben. Warum geht er dann in die andere Richtung? Kauft regelmäßig Pornos. Aha. Einen Ring gefunden. Ah ja. Damit wohl machen können, vielleicht verkaufen oder anziehen, damit wir hübsch sind. Was heißt das? Weggeben, Fujikato. Aber Sie haben doch Akten, oder? Wir haben alles auf digital umgestellt. Aha. Die digitalen Aufzeichnungen von vor 10 Jahren. Klingt ja wie im Bürgerbüro. Oh. Apropos Ampel. Ui. Ja, und jetzt. Das würde ich nämlich mir auch gerne nochmal anschauen. Gibt es doch bestimmt irgendwo eine große Straße. Oh, hier drüben sieht ja auch nett aus. Da müssen wir bestimmt auch bald hin, hoffentlich. Weil hier sind ja auch ein bisschen so die kleineren Viertel irgendwie. Laufen mal die Straße runter. Oh, das hat gut gescheppert. Oh, da kommt auch direkt die Feuerwehr. Machen wir einen Geldautomaten. Geldautomat. Wie auch hübsch der blau, der Bildschirm, wenn man da so hübsch blau wird. Der Windows-Ausnahmebildschirm. Kauft regelmäßig Munition online. Auch schön. Oh, hier ist aber auch nicht so viel los gerade. Ruhe bitte. Können wir eigentlich jetzt hier den einfach mit unserem... Nee, können wir nicht, oder? Nee, wir können ihn nicht einfach mit unserem Schlagstock schlagen. Okay. Ein zivilisten-humanes Spiel quasi. Aber auch nicht das, was ich wollte. Wir brauchen jetzt mal ein Fahrzeug. Kommen wir zurück zu unserer App. App. Fahrzeug. App. Nehmen wir mal den. Ja, bitte. Danke. Okay. Da ist das Symbol, da gehen wir hin, da ist und da, ah, da steht er. Das ist ja wundervoll. Das hat ja super funktioniert. Ein herzlich vegetarisch. Das ist das, was ich meinte mit diesen Statusmeldungen. Es ist irgendwie nicht immer einsichtig, ob es Status. Es war ja mehr jetzt so eine Lebensinformation irgendwie, aber. Naja. Ihr wisst schon, was ich meine.
Was sollten wir machen? Genau. Wir können doch diesen Fokus aktivieren. Das würde ich jetzt gerne mal machen, während wir über so eine... Oder bevor wir über so eine Kreuzung düsen. Wenn wir eine Kreuzung finden würden. Guck mal, das ist die Feuerwehr. Die Feuerwehr. Sehr schön. Da haben wir das passende Auto geklaut. Kann man hier irgendwie... Ja, da. Sehr schön. Was ist denn hier los? Die machen aber irgendwie gar keinen Platz, habe ich so das Gefühl. Nee, gar nicht, finde ich. Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier hin. Noch so zum Abschluss mit unserem schicken Feuerwehrauto. Und dann machen wir mal ein kleines Folgenpäuschen und beim nächsten Mal machen wir dann mal ein paar Missionen oder schauen mal, wie das so läuft. Wie lange so... Okay. Das Feuerwehrauto ist alle, aber finde ich sehr geschmeidig zu steuern, aber wahrscheinlich auch nur, weil es so träge ist. Man muss sich wenigstens keine Gedanken um alles andere machen, weil das, ne? Okay. Sieht aber auch... Ich finde, es sieht echt nett aus. Und jetzt hier auf der Straße machen wir das, was ich vorhatte. Und zwar jetzt. Jetzt hacken wir das. Okay, da kommt jetzt kein anderes Auto, aber... Wir können theoretisch also so auch Sachen... Während die Welt langsam läuft, das, da können wir bestimmt ein paar coole Moves mitmachen. Denke ich. Hoffe ich. Kriegen wir schon hin. Ampel. Die Tröte ist ganz schön laut. Aber das Ding scheint echt keinen Schaden zu nehmen hier. Haben wir die jetzt schon gehackt gehabt? Vielleicht war sie auch kaputt. Weiß man ja nie hier. Hier ist ja irgendwie relativ offen, was kommt, was passiert. Ich freue mich auch schon drauf. Auch die nächsten Missionen mal zu sehen, aber das machen wir jetzt alles beim nächsten Mal. Oh, und ja, wir haben es versaut, hä? Ja. Toll, der Tunnel hat es natürlich wieder gebracht. Aber wir müssen wieder zurück. Auch schön, wie der Motor stottert, finde ich. Hört sich nett an. So beim Anlassen, das finde ich echt nett. Und ich sage immer, man muss den Spielen auch eine Chance geben. Das lassen wir jetzt einfach mal hier so stehen, würde ich sagen. Der ist einfach in die Wasserpoller gefahren. Können ja ein bisschen vielleicht hier so zum Abschied. Haben wir uns jetzt die Bullen wieder auf den Hals gehetzt? Scheint so.
Ja, Freunde. So schnell geht's. Tschüss. Wissen Sie etwa, dass wir hier in der Bahn sind? Scheint fast so. Oh oh. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Die wissen, dass wir in dem Zug sind. Das ist natürlich nix. Okay, sie haben mich aus dem Auge verloren, das ist schon mal gut. Oh oh, aber ich glaube, sie kommen hinter uns. Und die holen uns dann, wenn die uns sehen. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Schnell weiter, mein Freund. Keine Chance, dass er uns entkommt. Lauf! Da hinter dem Gebäude scheint auch ein Bulle zu sein. Okay, wir haben es geschafft, wir sind abgehauen. Und jetzt wollten wir doch hier hin, da waren wir da nicht. Also das hat irgendwie nicht funktioniert. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Ah, ist auch schön gemacht mit der Karte und so. Ist schon nett, finde ich. Also ich meine, ne? Haben wir jetzt hier vielleicht nochmal eine Chance, unsere Waffen so ein bisschen zu testen. Die ist doch nett. Okay. Die haben wir eben schon probiert. Okay, dann machen wir jetzt hier mal... Okay, Moment, wartet. Das hören wir uns noch an. Am Anfang war ich von Blooms Vision echt begeistert, genau wie du. Ich habe das ganze Marketingpaket geschluckt. Verbesserte Lebensqualität durch Hyperkonnektivität und all das. Na, das tun sie auch. An der Spitze sitzen Visionäre. Philanthropen. Bloom hilft dabei, die Unterprivilegierten auszubilden. Sie sind umweltfreundlich. Sie unterstützen alles, vom sozialen Programm bis hin zu medizinischen Forschungen. Diese Dinge sind real. Aber weißt du, an wessen Schreibtisch ich sitze? Raymond Kelly. Und das rüttelt einen schnell wach. Wer wohl Raymond Kennys ist? Okay, wir haben wieder gemerkt, die sind anscheinend alle gar nicht so zufrieden, wie das am Anfang den Anschein gemacht hat. Und ich würde sagen, wir gehen hier ins Bett. Schlafen bis um 9, 15 Uhr, nee, bis um 9 und naja, dann gehen wir halt morgen zu der Party von unserem Neffen. Wird schon hinhauen, ne? Ich denke auch. Okay, auf jeden Fall wünsche ich euch an der Stelle einen schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer, wann, je nachdem wann ihr die Folge seht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr... Was habt, wenn ihr zum Beispiel mal eine Waffe sehen wollt oder eine Waffe kaufen sollt, dann sagt Bescheid. Dann machen wir das. Und hier sage ich, ciao, macht's gut, Leute.